Moin, Corbin. Guten Tag, die Herren und die Dame. Hallo, Corbin. Was kann man für und oder gegen dich tun? Ja, gegen mich schon mal gar nicht, aber... Der Corbin, ja. Da wollte News. Der Corbin kriegt jetzt News. Jetzt in unserer kleinen Subkur. Oh, gut. Wir sorgen für Nachschub. Ja. Ja, seid ihr auch, die Frau ist schön voll. Nee, das stimmt gar nicht so. Nur nee. So ein bisschen. Ein bisschen. Ja, ja, nur ein bisschen. Ein kleines bisschen. Mhm. Ja. Corbin, kannst du mal für 5 bis 10 Sekunden? Was? Willst du vielleicht mal eine Runde an der Luft spazieren gehen? Wir können, lass uns mal spazieren gehen. Alkohol ist eh noch nicht da. Guck mal, hier geht's raus. Genau. An der Tür. Da. Alkohol ist wohl für heute Abend erstmal gestrichen. Nein. Doch. Ich brauch schon mal ein bisschen nee, was ja, gut. Brauch ich schon noch für mein Seelenwohl. Ja, ja. Ja. Pass auf, da ist eine Stufe. Ja. Ja. Dann denke ich mir so blöd. Ja, was ist denn los? Ich bin so traurig. Okay, du bist traurig. Ja. Ja. Weil warum? Der David hat die Idee angebracht. Doch nicht mehr saufen? Doch, ich komme natürlich wieder. Ach so, ja. Wie gehen wir spazieren? Keine Sorge. Ja, der Damien, ja. Was ist mit dem Damien? Ja, der hat den Tier so angebaggert. Ja. Der hat gesagt, er könnte sich was Körperliches mit ihm vorstellen. Das hast du bestimmt in dem Moment nein, bloß falsch verstanden. Nein. Nicht. Das hat sie erzählt. Was hat sie erzählt? Ja, und der Damien hat erst gesagt, das stimmt nicht. Und dann hat er gesagt, er hat das gesagt. Aber es war nicht so gemein. Aber es war bestimmt so gemein. Naja, okay, pass auf. Wenn dir das der Damien so gesagt hat, dann wird das vielleicht nicht so gemeint gewesen sein. Ja, aber man kann doch nicht einfach zu einem anderen gehen und sagen, er will sich die. Der hat gesagt, er beendet das mit ihr, das Geflirte. Und zwei Tage später hat er gesagt, sie soll bei uns einziehen zu ihr. Und gesagt, er will was Körperliches. Okay. Also will er da was Körperliches, also wenn du quasi mal unterwegs bist, so als Ausgleich? Ich weiß nicht, so genau habe ich nicht gefragt. Okay, Entschuldigung, ja, okay. Aber das kommt... Er hat gesagt, mir fehlt die Nähe, ich bin so viel weg. Ah, aber er kann okay. Sie doch nicht dann einfach die nächstbeste gerade. Na nee, vielleicht sah das ja auch nur so aus, dass, also wie gesagt, wenn du halt nicht da bist, weißt du, dass er dann halt so, vielleicht nein, hätte er ja auch... Geht doch trotzdem. Naja, vielleicht hat er ja eine Maske aufgezogen, die aussieht wie du. Ich. Okay. Nein, ich glaube nicht. Ja, aber da hast du dir heute gedacht, du trinkst eine Runde. Ja. Aber das ist doch nur. Ich bin traurig. Ja, aber das ist doch nur keine Lösung. Das ist so ein Arschloch. Nein. Und dann hat er gesagt, es tut ihm leid. Verschießen, ist doch schon aber mal Wortschuss. Aber der hat doch trotzdem die angebaggert. Der hat am Sonntag auch gesagt, es tut ihm leid. Und hat gesagt, er macht das nie wieder. Und dann hat er es trotzdem wieder gemacht. Der macht das bestimmt nochmal. Na, vielleicht ist das so einfach nur ein Kommunikationsproblem bei ihm. Die Kommunikation hat sie, glaube ich, ganz gut verstanden, als er gesagt hat, er will was Körperliches mit ihr. Okay, Sarah, ganz kurz stehen bleiben. Warte, stopp. Genau so stehen bleiben. Ich muss ganz kurz ans Telefon. So, warte. Nicht weglaufen. Digga, ja, Gott sei Dank. Die trösten dir den Arsch retten. Damien! Okay, was hat der Musi erzählt? Ja, weil sie mir gerade erzählt, was da womöglich schiefgelaufen ist und ich versuche hier gerade dir den Arsch zu retten. Wir laufen im Kreis.
Deswegen dachte ich mir, wir gehen mal eine Runde spazieren, ich schaue mir das ganze Ding an und versuche dich da aus, irgendwie aus der Scheiße wieder rauszuholen. Das kannst du eh nicht. So, weil, Lipstick, es gibt so ein Ding, wo nichts drüber geht und das weißt du. Deswegen wirklich. Der braucht gar nicht eifersüchtig sein, der hat da andere Stripperinnen angepackt. Holy Sarah, der ist ganz normal, er macht sich auch Sorgen um dich. Der Stream heißt Los Santos. Alter, die ist voll wie eine Hobbize. Natürlich. Junge, die stinkt wie 10 Kneipen zusammen. Ich schnauze, ich rieche nach Kontenungs. Lavendel. Okay, ihr Atem riecht nach Lavendel. Na gut. Gut, ich passe auf, dass hier Miss Madame kein Blödsinn weitermacht. Gudi, ja, bis denn. Jo, ciao. Der muss gar nicht so einfach sich rumtun. Ja, aber siehst du, guck doch mal. Nee, der hat die Stripperin angebaggert. Und nur weil er ein Problem hat, wenn ich bei dir zu arbeiten angefangen habe, braucht er jetzt gar nicht so rumstehen. Nein, er stänkert nicht rum. Guck mal, Musi hat ihn gerade angerufen, hat gesagt, dass ich halt mit dir spazieren bin und allem drum und dran. Und das ist doch dann ganz normal, wenn dann dein Verlobter da so reagiert und dann mal anruft und mal nachfragt. Na, ist ja klar, dass man dann in dem Sinne nicht so begeistert ist vielleicht. Ich meine, gut, man kann es so entspannter sehen, ja, aber es ist ja dann so seine Art. Ja, seine Art ist aber auch, Stripperin anzubaggern. Also, vielleicht, Sarah, war das ja auch wirklich bloß ein Kommunikationsproblem. Nein, vielleicht hat er. Nein, der hat das gemacht. Der hat es mir ja gebeichtet. Und dann hat er es nochmal gemacht. Yeah. Und wollte sie einziehen lassen, hat er versucht, sich rauszureden. Also könnte man sagen, alle guten Dinge sind drei, weil er hat es ja bisher nur zweimal. Beim dritten Mal läuft er bestimmt wirklich. Nein. Nee, komm, nee, wir wollen nicht auf die Straße, genau, wir wollen mal hier, warte mal, ich krieg da die Ratten, so, genau, die leuchten mal schön auf der Seite, das ist wunderbar. Und vorhin hat er geschrieben, er braucht mich, und ohne mich ist alles, was er hat, nichts wert. Ja, ja. Und er macht sich Sorgen. Okay, na, aber siehst du da. Aber die Stripperin. Ja, wenn er die Tür nicht mehr sieht, dann findet er vielleicht nochmal eine und er ist gerade einsam. Sarah, guck mal, was will er dann mit einer anderen? Guck mal, er hat doch. Sarah, guck mal, er hat doch. Was will er denn mit einer anderen? Er hat doch eine wunderschöne Frau. Aber ich bin ihm zu selten da. Ja, vielleicht. Erledigt sich das auch einfach in dem Gespräch. Vielleicht solltet ihr euch einfach mal, guck mal, wenn ihr vielleicht euch mal so die Zeit nehmt und euch einfach mal ruhiges Plätzchen sucht und einfach mal normal drüber redet. Meinst du nicht, dass das hilft vielleicht besser als wie wenn du das jetzt im Alkohol. Aber ich kann das einfach nie vergessen und verzeihen. Ja, das. Immer wenn ich weg bin, habe ich jetzt Angst, dass er eine andere angreift. Na, pass auf, dann passe ich auf ihn auf, dass das nicht so ist. Dann gebe ich auf ihn Acht und gucke, dass das alles in geordneten Bahnen ist. Das ist doch scheiße, wenn das alles schon so Misstrauen ist. Dann hat das Ganze nur keinen Sinn mehr. Na, aber. Dass der Tod umscheidet. Ja, und nicht, ja, dass die Stripperin umscheidet. Also, pass auf, Sarah. Jetzt wirklich im Ruhigen. erstmal beruhig dich ein bisschen, okay? Einfach mal ein bisschen durchatmen. Guck mal. Es ist klar, dass man vielleicht einen Fehler macht. Naja, guck mal, es ist vielleicht auch bei Lipstick, also bei Damien, vielleicht auch klar, dass er in dem Sinne mal kurz kalte Füße bekommen hat und das versucht hat, vielleicht ein bisschen zu kompensieren. Nicht? Klar ist das ein Fehler. Mit einer Stripperin kompensieren? Nein, warte. Er wollte da wohl einiges kompensieren? Nein. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Also, guck mal. Ihm tut's ja leid. Guck mal, es war ein Fehler. Natürlich macht man sowas nicht, ne? So, aber guck mal, jeder macht mal Fehler. Und denkst du nicht, klar, das ist ein großer Fehler, aber denkst ja, du nicht... Ja, das ist schon ein bisschen heftig zu sagen. Es tut mir leid, dass ich die angemagert habe, ich mach's nie wieder. Und zwei Tage später mach ich's wieder.
Und dann lade ich sie zu mir in die Villa ein zum Einziehen und zeige ich mir was Körperliches. Weil meine Verlobte ist ja nie da. Das beruhigt er doch auch. Guck mal, sonst hätte er ja jetzt mich nicht angerufen. Verstehst du? Guck mal, aber er macht sich ja. Das ist ja nicht ungeschehen. Das ist nein, ja, natürlich. Das hat er trotzdem gemacht. Natürlich hat er es trotzdem gemacht. Und na klar macht sich das auch nicht. Er macht es nie wieder. Ja, aber da guck mal, das braucht doch auch ein bisschen Zeit. Für dich jetzt auch, dass du das verkraftet. Und deswegen nein. Solltet ihr. Ja, aber deswegen solltet ihr nicht alles wegschmeißen. Guck mal, er steht gerade mal am Anfang. Es ist doch klar, dass man in solchen Momenten mal einen Fehler macht. Nicht guck so klar mal. War mir eben nicht, dass dieser Fehler passiert. Ich habe den Fehler noch nie gemacht. Schon ein heftiger Fehler. Ich ja, bin mir sehr sicher. Okay. Dass ich zu niemandem gesagt habe, ich könnte mir was Körperliches mit dir vorstellen. Na gut, okay. Pass auf, Sarah. Bist du mir eingefallen heute? Was? Für heute erstmal Alkohol gestrichen. Ein kleines Magino trinken. Du musst nein. Ja extra was dopen. Da. Na, hallo, Sarah. Ein Nagel bitte noch trinken. Nein. Einer geht noch. Ein für heute ist Schluss. Nee, einer noch. Nein. Zwei noch? Nein. Drei? Null. Zwei noch? Null. Aber nee, mag ich nur einmal geht nur schon. Noch. Hier, Sarah, ich versuch's so. Heute gibt's keinen mehr. Ja, der Aldente, nix mehr. Ich mag aber noch einen. Wenn der Damien sich an der Stripperin rumgraben kann, warte, dann kann warte, ich ja wohl auch nee, Alkohol nee. Trinken. Nein, gut, pass auf. Pass auf, ich hab eine Idee. Wir setzen uns ins Auto, wir fahren eine Runde, beruhigst dich ein bisschen, hast ein bisschen klar im Kopf. Ich und dann will sieht noch die... eintrinken. Ja, gut, pass auf, wir fahren eintrinken, ne? So. Ich will jetzt, nein, du lügst doch. Nein, hab ich dich jemals angelogen? Bestimmt. Bitte, was? Ja, stimmt. Pass mal auf, ich hab dich vielleicht ab und zu angebaggert, aber nie angelogen. Hast du mich angebaggert? Ja, früher, wo du noch nicht so warst, wie du jetzt bist. So besoffen? Nee, das hat nichts mit besoffen zu tun. Jetzt bist du tabu, du bist die Frau vom Damien. Ach so. Ja, stellt sich mal die Frage, wie lang noch? Ne, bis das der Tod entscheidet. Übrigens hat die Abby sich über ihren Freund beschwert, habe ich gehört, und hat ihn mit dir verglichen. Weil ihr Freund hat so wenig Zahlen. Vielleicht könnten sie ja Abby und Damien zusammentun. Die aber beschweren sich beide, dass wir so wenig Zeit haben. Nee, ich glaube, das geht schief. Ich glaube, das geht wirklich schief. Weißt du was, aber pass auf, es gibt wirklich heute kein Alkohol mehr. Ja, ich mag nein. Nein, hier nicht doch. Mehr. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, Sarah. Ich mag nur einen haben. Das habe ich mir verdient. Sarah, fast angetraute vom Lipstick. Es gibt heute gönn kein mir Alkohol. Irgendwas. Ich mag nein. Einen Schluck Alkohol haben, bitte haben. Einen Schluck Alkohol, bitte nein. Haben, bitte. Da muss ich mich vertrauensvoll an den Hubi wenden, der ist unser Tagesbarkeeper. Tagesbarkeeper, ich mein, wenn irgendjemand dieser Frau Alkohol gibt, mache ich davon Gebrauch. Gib weg! Hör auf! Ich box dich weg! Es gibt kein Gib Alkohol weg. Mehr. Doch! Aus dieser Diskussion halte ich mich raus. Bitte. Yep, ich glaube, ich auch. Ich habe kein Alkohol. Ihr seid alle Scheiße. So, pass ich schlafe heute unter der Brücke, ich brauche nein, einen Schnaps. Ja, hallo, was? Hier, nein, junge Frau, guck mal, dort gesagt. Ja, guck mal hier. Da, der hier, komm her. Ja, schon gut, ja. Komm, hier, Sarah. Sind die alle weit weg? Guck mal. Nee, ich schwitze nicht. Nein. Guck mal, ja, ist schon die Richtung. Nee, falsche Richtung. Falsche Richtung. Guck mal, wir müssen da rüber. Guck mal hier lang. Sarah, komm. Nee, ja, komm mit. Na, komm mit. Ich mag aber einen Schnaps haben. Naja, komm, du kriegst. Naja, gut, pass auf. Da, du kriegst einen Schnaps. Da, Sarah, du kriegst einen Schnaps. Komm mit. Komm, wir fallen eindringen. Komm, wir fahren eindringen, ich verspreche dir. Nee, du nicht. Nein, ich hab dich doch noch nie angelogen. Schnaps, bitte. Okay, pass auf, wir gehen eindringen, kriegst $100 noch extra. Ich mag nur dir noch einen Schnaps. Nein, Bockbier, Doppelkorn. Die haben doch kein Bier. Ja, ich nehme auch ein Bier. Aber sie bringt dir kein Alkohol. Nur was.
Noma! Na gut, die Herren erstmal. Scheiße! Los? Der Corbin will die Leute mit dem Baseballschläger kaputt hauen, wenn die mir nochmal einen Schnaps geben, aber ich will doch einen Schnaps. Hä, warum will er die Leute kaputt hauen? Weil ich betrunken bin, aber ich will doch noch einen Schnaps. Ja, natürlich scheint die Gebäschung wie eine Säule. Ja, soll ich das trinken lassen? Ja, sag's mal. Komm mal ins LSC und sag das dem. Oder bring mir was. Wo, was, wo bist du? LSC. Guter Rat als Barkeeper. Gib mir ein paar Minuten. Kannst du mir nicht Naps mitbringen? Ich überleg's mir. Okay. Vielen Dank. Bis gleich. Bis dann. Ja, ich hab Junge, Frau. Die Nova bringt mir jetzt ein Schnaps. Ja. Nee. Da. Nein. Du kannst nichts dagegen tun. Warte kurz. Nein, komm. Doch, kann ich. Hallo, ich. Es wird nichts mehr getrunken. Ich trinke jetzt noch ein. Du bist nie mein Papa. Nee, aber ich bin Corbin. Ja, nicht mein Papa. Ja, das ist richtig. Das ist gemein. Nee, ich bin ein eigenständiger, erwachsener Mensch. Ich kann für mich selber Entscheidungen treffen. Hallo, du bist voll wie eine Haubitze. Sie geht aber noch eins. Nein. Da. Nein. Da. Nein. Da. Okay, dann erklär mir, was bringt dir das, wenn du dich jetzt noch mehr volldrückst. Ich will halt einfach, können wir noch auch ein bisschen was, wenn sich jetzt fang grad nicht an. So Hallo, schwer. Jetzt fang gar nicht. Beruhig dich da erstmal, jetzt fangen wir schon an mit Wein. Nichts gönnt man mir. Ja doch, schön, ich könnte ja schön das alles Glück der Welt, ne? Also ist es ja nicht, aber... Ich könnte mir auch wenigstens Schnaps. Das ist gerade das größte Glück, das ich da haben kann. Sag mal, hast du vielleicht schon mal drüber nachgedacht, den Job zu wechseln? Was? Den Job zu wechseln, also vielleicht so in Richtung Sirene zu gehen? Nein, ach komm, ich wollte das ein bisschen auflockern. Jetzt halt, warum geht denn die olle Kuh nicht ans Telefon mit? Ich kann genau so, so muss es aussehen. Nee. Es gibt. Ja, gut, Sarah. Ich bin so neidisch. Sarah, darf ich dir mal eine Frage stellen? Was willst du für deine Zukunft? Sarah. Ich will jetzt einen Schnaps. Ja, bitte. Sarah. Ja. Willst du Zigarette? Ja, ich will Schnaps. Ich hab keinen Schnaps. Ist schlecht. Moment, ich guck mal kurz in meine Tasche. Guck mal, hier, ich hab noch was Schönes. Moment. Was hast du? Moment. Was hast du denn? Ja, bitteschön. Hast du Cola gekriegt? Das ist aber nur Cola. Cola. Sie ist eine Cola. Das ist super. Es gibt nichts. Nee. Ich bin gar nicht so betrunken. Also, du bist voll wie eine Haubitze. Alkohol. Ja, halt mal. Mach Birne hol. Ich bin gar nicht so voll, ich bin nur so traurig. Okay, pass auf, Sarah. Folgende Sachgrundlage. Gibt's jetzt zwei Möglichkeiten. Was? Du beruhigst dich jetzt und wir können uns mal ganz relativ halbwegs normal unterhalten. Das ist die erste Variante. Ich unterhalte mich erst normal mit dir, wenn ich nochmal einen Schnaps trinke. Ja, ich hab dir gesagt, da steht's auch, wir wollen Schnaps trinken. So, die zweite Variante ist, du kannst ja jetzt hier wirklich den Kopf zulöten, einen drum und dran, dich komplett vom Planeten schießen und deine hast du Probleme... Alkohol gekriegt? Nein, es gibt kein Alkohol mehr. Oh, ja, ist auch richtig so. Alkohol ist böse. So. Und die andere Variante ist,